herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich keine Ahnung, was passiert. Setzen wir uns hin. Heute ist Samstag, ja, ich wollte Moped fahren und ja, dann habe ich erfahren, dass GT Matze mit Moto Holly und dem Kaba-Zwerg unterwegs sind. Sie sind jetzt auf dem Weg vom Möhnesee in meine Garage, ja, in the Duckstyle Hood, ja. Und ich habe mal ein paar Würstchen besorgt, weil die werden so gegen Mittagszeit hier antreffen und was zu trinken und Käffchen steht bereit. Und dann denke ich, dass ich einfach mit denen noch ein Stückchen mitfahren werde. Ja, so ist der Plan. Jetzt habe ich nur keine Ahnung, wann die hier antreffen. Und dementsprechend bin ich überlegen, was machst du denn jetzt noch? Ne? Grill steht da, Bank steht da. Ja, gucke mir mal. Ich habe keinen Schimmer, wie lange die brauchen. Ich bin am Überlegen, ob ich die Futura zerlege, weil ich mir das schon seit Wochen vorgenommen habe. weil da hängt der, klemmt der Gaszug. Ja, und bevor ich da jetzt dann rumwackel und der löst sich wieder, wollte ich sie erst auseinandernehmen und mal gucken, wie da der Gaszug an die Drosselklappe oder Co. geht. Ne? Das war so meine Idee. Ja, würde ich sagen, ich zerreiß mir das Mädchen, ne? Ta-ta-ta-ta! Ja, das wird Sinn, noch an den Tank abzunehmen. Verdammt! So, das ist jetzt das Futura-Brett. Das muss jetzt mal, hey, nie, damit ich immer ohne Dunner gucken kann, hey. Also irgendwie habe ich mir das ausbalobert, dass das geht. So, hä? So, so sieht das Geraffel jetzt aus hier. Jetzt muss ich mal gucken, wo der Gaszug langläuft, weil aktuell ist hier nichts mit Gas geben. Ja, finde ich ein bisschen komisch. Kommt auch nur vom Stehen. Ich denke ja eher, dass es am Zug liegt, aber ich gucke mal. So, jetzt habe ich hier das Luftfiltergehäuse ab. Schieb mir das mal hier ein bisschen zur Seite. Und jetzt kann ich mir hier schön auf die Drosselklappe gucken. Beziehungsweise auf der anderen Seite hier auf die Gaszüge hier. Ne? Ist einer hin, einer zurück. Finde ich immer ein bisschen blöd. So, jetzt muss ich gucken. Entweder klemmt hier was. Oder im Griff oder die Züge. Ich gucke mal. Ja, wenn ich hier am Gaszug ein bisschen ziehe, dann merke ich, die Klappen wollen, aber irgendwas verhindert. Ich würde jetzt am liebsten die Seilzüge hier mal aushängen. Die Gaszüge sind ab, ging ziemlich easy. Ich muss halt nachher nur wieder einstellen. Hab mir jetzt hier mit dem Klebeband markiert, welcher oben unten ist. Und jetzt will ich mal Gas geben. Perfekt, es funktioniert. Nein! Aber nur der eine. Ja, der eine will, der andere nicht. Ich guck nochmal. Naja, wird wohl doch auf einen neuen Zug hinauslaufen. Der bewegt sich keinen Millimeter mehr. Der muss neu. Also, gucke ich mal so langsam nach dem Grill. Sicherheitsgrill anzünden, ne? Jo. Ganz chillig. Boah, der stinkt, ey. Das muss aber jetzt auch erstmal wegbrennen, ey. Oh, da kann ich euch eine Story erzählen. Ich bin auf ein Treffen gefahren und es hat geschüttet wie aus Eimern. Und da war so eine Grillstätte mit einem Dach oben drauf, wo natürlich alle drunter sind. Alle hatten schon eine weite Anfahrt hinter sich und dann wurden da Würstchen und Co. gemacht. Einer war dabei, der hatte keinen Sicherheitsanzünder, sondern Spiritus. Stellt sich dahin, sein kleiner Grill, der hatte so einen Grill, wo die Kohlenanzünder eigentlich schon alles drin fertig ist, der wollte nicht so schnell, wie er es wollte, nimmt sich den Spiritus und ballert den einmal da drauf. Was ist passiert? Die zwei Leute, die gegenüber gestanden haben, haben Feuer gefangen, aber wow, das vergisst man in seinem Leben nicht und dann geht man sehr vorsichtig mit sowas um. Das war dann wirklich so eine Aktion mit Hubschrauber und allem drum und dran, hast du nicht gesehen. Absoluter Wahnsinn, da bist du geschockt, ja. Aber wir machen das hier safe, ne? Safe. So, ich habe mir jetzt schon mal die Hose angezogen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Muss ich gestehen. Ist aber bequemer, jetzt hier stehen mit den Stiefeln hier rumzulaufen. Jetzt ist Warten angesagt, ne? Ja, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Also warten wir. Also von mir aus könnte es losgehen.
Hunger ab. So, hast du schon an? Warte mal, wir müssen erstmal auf den Messmodus gucken. Okay. Ich habe da keine Ahnung von. Wir machen Slow, zack, 50 bis 100, wenn schicke. Dann würde ich sagen, wie viele Umdrehungen musst du? 3750. 3750. Ja, dann versuch mal dein Glück. Das waren 90. Du hast nur bei 88. Ja, okay, das ist ein bisschen zu laut aus. Zu laut, wieso? Du hast 5 dB. Ach ja. 5 dB habe ich. 5 dB hast du Spiel, ja. Genau. Ja. Alle tun. Ja, das spaßt. Daumen hoch. Wie viel darfst du? 89? Ich habe 86. 86. Oh, guck mal an. Ja, hast du ausgereizt ein bisschen. bis 91 darf ich. Ja, genau. So, ich sage auf jeden Fall hier schon mal Tschüss. Ja. Ne? Oh, dass wir das nicht vergessen. Hey. Und jetzt wird gekoppelt. Wie ja, Weltmeister hier. Hättest du den Rucksack auch liegen lassen können. Und los. Immer was los. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich alles dabei habe. Was soll denn das? Ich kann. Angeber. So, ich habe die Kamera laufen. Wo fahren wir denn jetzt hin? Was haben wir denn heute noch vor? Da oben fahren wir heute noch hin. Aha, gibt's ein Foto. So, meine Freunde, dann geht's jetzt hier zum Blauberg. Keine Ahnung, wo das ist, ja. Irgendwo, da hinten den Berg da. Ja, da fahren wir jetzt hin. Ja, und da machen wir jetzt ein Foto. Und dann will ich mal gucken, was ich noch mache. Dann fahr doch hoch. Ja, der schimpft jetzt über uns. Hoffentlich kommen da nicht noch mehr, ey. Ja, fährt man mal einen Schleichweg und kriegt gerade die Quittung. Links und wieder rund, Thomas. Ja. Macht Spaß. Es macht auch. Macht doch auch so Spaß. Ey, das war doch jetzt nur 5-6 Mal. Hier den Berg hoch oder was? Genau! Ja, das wie die Bella kann das. Ja, aber ich lass meine nicht kennen. Nee. Ich hab das gebaut, aber ich. Ja, du hast ja auch so ein tiefer gelegtes Zeug da, ey. Ne? Gut. Ist ja nicht mehr geländetauglich. Oh, schön, ich hab gegrüßt. Ich auch. Ich hab auch gegrüßt, ich hab so gemacht. So, Entzheim, Gemeinde, Altenstadt, Wetteraukreis. Yippie! Keltenwelt. Ach so, Keltenwelt, okay. Keltenwelt am Glauberg. Ach, ich hab eben Blauberg gesagt. Hey, so ein Betonding, okay. Beton, wie so ein Eisending, das ist so Rostoptik. Ah, guck mal, hier stehen sie rum, hier. Okay, das ist ja voll krass hier. Okay. Keltenwelt. Cool, dann gucken wir hier. Kenn ich nicht. Wo platzieren wir uns? Da, unter dem Ding. Na, klasse. Ja, erstmal Überblick schaffen. Genau, Thomas, schau mal vor der. Ja, zum Hinstellen und schönen Ausblick und Mopeds fotografieren ist schwierig. Oh, jetzt, ich bin in eine Sackgasse gefahren, lasst es. Zu spät. Aber wäre das denn da nichts, wo du gerade stehst? Naja, nee, nicht so richtig. Ja, das sind auch nur Bäume. Hey, warte mal, da wo er steht, da können wir, haben wir Ausblick nach hinten. Wenn wir ihn fragen, ob er da weg ist. Ja, wobei, wenn du die jetzt aber so dahin stellst, dann musst du eigentlich hochfotografieren. Was musst du hochfotografieren? Ja, das funktioniert nicht. Aber wir lassen uns ja irgendwas einfallen. Ne? Ja, tun wir.
So, Freunde. Würde ich sagen, soll es das für dieses Mal gewesen sein. Und wir verabschieden uns bei euch. Bis Ciao. Zum nächsten Tschüss. Mal. Genau. Spätestens motovlog.de. So, meine Freunde, es geht für mich jetzt wieder weiter. Ihr wisst schon, dass das Videoende eingeläutet ist. Guckt mir bei den zwei gerne mal auf dem Kanal Motoholly vorbei. Hier auf YouTube ist klar. Tschüssi! War eine coole Tour. Ihr habt natürlich jetzt in dem Video nicht so viel gesehen, weil wir mehr gefahren sind und gebabbelt haben. So, ich fahre jetzt noch. Erstmal ein bisschen Fahrtwind genießen und ich hoffe, dass die ganzen Ameisen aus meinem Helm raus sind. Das ist so fies. Durch die Fotos, die wir da eben gemacht haben, wollte ich gerne den Helm nicht am Moped haben. Und da ist alles voll Ameisen. Ey. Ich habe gesehen, wie die mir in die Handschuhe, in die Lüftungsschlitze reingekrabbelt sind. Und wenn man sich jetzt beim Fahren vorstellt, hier, da irgendwas krabbelt hier oder da krabbelt irgendwas, dann ist das nicht so schön. Ja, gerade weil die so klein sind. Naja, ich fahre jetzt hier ein bisschen Reifenwärme, groove mich mal wieder ein bisschen ein. Jetzt ist für mich auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge Mopedfahren angesagt, weil ich muss ja auch wieder nach Hause. Aber ich versuche noch beim Rönnrad zwischenzulanden. Ob das funktioniert, weiß ich allerdings noch nicht. Ich rufe den jetzt gleich mal an, so wie ich mich mal ein bisschen abgekühlt habe. Und dann, wenn das interessiert, dann würde ich sagen, nächstes Video. Und würde sagen, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Da ist irgendwas in meinem Ohr. Nee, war nur Spaß. Na, selbe Weg oder was? Müsst ihr auch da hoch? Ja. Echt?